Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Heute besprechen wir ein paar Themen. Ja, für die hatten wir die letzten paar Tage keine Zeit, weil ich nur am Mutrain war. Aber das ändert sich heute. Dementsprechend wieder ein bisschen Zeit, um über ein paar Neuigkeiten zu reden. Es kam jetzt eine Menge rein. Mewtwo X-Rate, also Mewtwo kommt zurück in die X-Rates. Shiny Giratina kommt. Knack Leon C-Day. Fangen wir mal an mit dem Ältesten. Knack Leon C-Day. Viele haben mich gefragt, Hong, wie findest du das? Habe ich in irgendeinem der Videos kurz am Ende erwähnt, aber hier nochmal ein bisschen ausführlicher, ein bisschen für die breite Masse. Viele freuen sich nicht drüber. Ist nicht so ein beliebtes Pokémon, ist jetzt nicht so stark. Ist auch nicht so selten. Also momentan schon. Wildnis, in der Wildnis ist es relativ selten. Aber es gab halt so eine Zeit, da ist er so oft aus den Zehnern gekommen. Das hat die Leute nur noch aufgeregt. Und dann wurde es, glaube ich, in die Fünfer runtergeschoben. Dementsprechend ist er nicht so beliebt bei den Leuten. Und das C-Day, viele haben damit gerechnet, viele haben den befürchtet gehabt, dass er irgendwann mal kommen wird. Jetzt kommt er. Ich persönlich finde es nicht schlecht, denn ich brauche noch einen 100er. Ich habe nur einen 98er, das heißt, alles, was ich noch nicht 100 habe, darüber freue ich mich, das feiere ich. Abgesehen davon würde ich ihn aber sonst auch nicht brauchen, also ich kann es schon verstehen. Aber hey, die meisten Ziele-Pokémon können wir nicht gebrauchen, also ich meine, neue Shiny, ein paar Bonbons und irgendein Bonus. Ich glaube, es ist der EP-Bonus, also kann man schon mitnehmen. Ist jetzt nicht der geilste Ziel, aber gab schlechtere und so jetzt sich drüber aufregen, ist halt unnötig und braucht man eigentlich nicht. Dann wurde gestern Abend, gestern Nacht, heute früh, wie auch immer, Mewtwo angekündigt für die X-Rays. Die Einladung, die ihr für morgen, glaube ich, habt, ich weiß nicht, ich habe keine. Und für nächste Woche, da habe ich wieder eine. Das ist noch Deoxys, Initiativform. Warum auch immer. Klar, unnötig, klar, Deoxys. Braucht keiner. Aber egal. Es ist ein legendärer Raid umsonst. Nehmt ihn mit. 10.000 EP. Sonderbonus. Arena-Punkte. So werde ich es machen. Und danach kommt Mewtwo zurück in die X-Rays. Es gibt den Shiny, also mit Shiny-Chance. Und er kommt zurück mit Spukball. Ich kann euch nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Da muss jeder seine eigene Meinung bilden. Was ich sagen kann, ist aber die Auswirkung für mich. Erste Auswirkung. Ich war motiviert, check das Video von gestern ab. Ich wollte heute noch eine Box ausgeben für Raid-Pässe und morgen und Montag jeden Tag noch raiden für Mewtwo. Shiny-Material sammeln und dies, das, Arena-Punkte und ein gutes Mewtwo. Aber nach dieser Ankündigung ist meine Motivation von hier oben, ungelogen auf hier unten, gefallen, weil wieso sollte ich diese leidende Box kaufen? Die Box ist übrigens extrem leidend. Wieso sollte ich diese leidende Box kaufen, um Mewtwo Raid zu machen, wenn ich in der Zukunft, wir wissen nicht, wie lange der in den X-Rays sein wird, aber 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate, vielleicht wieder ein Jahr. Auf jeden Fall für einen längeren Zeitraum. Wieso sollte ich jetzt diese leidende Box kaufen und Raids machen, wenn ich dann ab nächster Woche, übernächster Woche, jede Woche 2-3 Raids machen kann, X-Rays umsonst. Und da die Chance auf meinen Shiny Mewtwo mir ergattern kann. Klar ist nicht dasselbe. Für manche ist es immer noch schwer, X-Ray zu bekommen, Einladungen und so. Aber für mich, ich rede jetzt von mir selber. Ich kriege eigentlich jede Woche, wenn ich will, meine eigene und dann werde ich für ein, zwei noch eingeladen. Also, ihr kennt ja die Zeiten, wo ich die ganzen Deoxys gemacht habe. Eigentlich jede Woche 2-3 Raids gemacht, X-Rays. Klar, die Attacken sind anders. Spukball kann er jetzt dann in den X-Rays, darauf kommen wir gleich noch. Aber für mich macht das nicht so einen großen Unterschied. Die Attacke, ich achte jetzt da nicht so drauf. Ich bräuchte halt noch gute Mewtwo, sag ich mal, und halt Shiny Mewtwo zum Tauschen, also dementsprechend kann ich die mir jetzt dann auch im Verlauf des Jahres mit den ganzen X-Rays mir holen und wie gesagt auch noch umsonst, anstatt diese leidende Box zu kaufen. Und das hat meine Motivation jetzt für die nächsten 3 Tage für Mewtwo-Jagen wirklich auf Null gesetzt. Sag ich ehrlich so. Ich gehe heute nicht raus, Mewtwo zu raiden. Ich mache meine Arenen, jage mein 100er Erlöst Nocturne, gehe auf Shiny-Jagd, Yanma ist am Start. Die neuen von Gen 5 habe ich immer noch nicht. Mach ein paar Klick, mach ein paar von diesen Click-Rates und ja, so mein Alltag halt. Arenen, habe ich schon Arenen gesagt, auf jeden Fall Arenen. Aber definitiv kein Mewtwo. Die andere Sache ist, es kann wieder Spukball. Und für viele war Spukball Mewtwo etwas sehr Besonderes. Ihr wisst ja, die Leute legen immer so einen großen Wert auf Exklusivität. Boah, nur ich habe das, kein anderer, das ist geil. Ich bin dazu gespalten. Klar, ich habe 2 X-Rate Mewtwo mit Spukball, was an sich super, super besonders ist. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass Leute, die danach gekommen sind, gerne eins hätten
klar, man kann tauschen und so weiter. Und dass jeder dann irgendwann mal eins bekommt. Und Niantic ist immer so, dass sie das alles mehrfach raushauen, bis halt jeder alles bekommt. Was an sich okay ist, dementsprechend, ich lege da nicht so großen Wert drauf, dass exklusiv und so und dass keiner das mehr bekommt und sowas. Außerdem hat da Niantic eh schon verkackt. Es gab mal eine Zeit, wo man durch einen Bug Mewtwo Spukball beibringen konnte durch TMs. Und dadurch hatte mein X-Rate Spukball Mewtwo 100%, meine beiden und mein 98er eh schon ihre Exklusivität verloren. Also dementsprechend ist es eigentlich egal. Jetzt kommt er halt wieder mit Spukball. Spukball ist eine coole Attacke. Mewtwo ist ein starkes Pokémon mit der Geistattacke. Und natürlich jetzt die Chance auf Shiny. Also Shiny 100er mit Spukball ist natürlich auch geil. Shiny 100er Lucky mit Spukball ist natürlich auch sehr, sehr geil. Ich meine, ganz ehrlich, alle Leute, die sich jetzt aufregen, weil Mewtwo seine Exklusivität verliert, zumindest Spukball Mewtwo, die meisten von euch, also was ich sagen wollte, die meisten von euch haben den sich eh nicht verdient, sondern mit dem Bug einen Spukball Mewtwo bekommen. Außer mir hatten sehr, sehr wenige 100er Mewtwo aus den X-Rates. Aber im Nachhinein konnte man ja Lucky-Tausche machen und sowas. Und auch ich hab ja damals alle meine Mewtwo aus den X-Rates Spukball beigebracht und dann im Verlauf als gutes Tauschmaterial immer weitergegeben. Ich habe jetzt auch noch ein paar am Start. Die verlieren natürlich jetzt an sich ihren Wert und viele, viele Leute haben jetzt dann wieder Spukball Mewtwo zum Tauschen. Aber wie gesagt, für mich jetzt nicht so schlimm. Dann kann ich die halt löschen und mir Platz sparen. Er hat, glaube ich, eh schon fast jeden bedient mit Spukball Mewtwo, der eins haben wollte. Grüße gehen raus an Stefan, der wollte noch eins haben. Jetzt gibt es genug Leute, die eins tauschen können. Weil wir hätten erstmal leveln müssen und dann Glücksfreunde werden müssen. Und letzte Sache natürlich noch, ist halt eine Wiederholung. Viele haben zum Beispiel mit Arceus gerechnet. Mewtwo ist natürlich sehr beliebt und ich finde es jetzt nicht so schlimm. Vor allem, es gab ja nur jetzt diese eine Woche Zeit für Shiny Mewtwo und Mewtwo allgemein. Dementsprechend da dann nochmal eine Chance rauszuhauen. Und dann natürlich die Rage-Stunde später im Verlauf, 8. Oktober ist es, glaube ich, irgendein Dienstag. Aber jetzt dann nochmal Gelegenheiten kreieren, schaffen, damit dann noch mehr Leute mehr Chancen auf Shiny Mewtwo haben. Finde ich, ist okay. Klar, man will immer was Neues. Und ich hätte mich auch auf was Neues gefreut. Ich wäre, ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so, wobei, muss ich mal schauen. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht so heiß jetzt auf die X-Rates. Aber an sich bin ich immer heiß auf Sachen umsonst. Vor allem 1000 Arena-Punkte. Aber ja, wir werden sehen. Ich denke, es wird ganz gut ankommen. Die X-Rates werden, glaube ich, ganz beliebt. Auf jeden Fall beliebter als Deoxys. Was aber auch nicht schwer ist. Deoxys war so unbeliebt. Ihr könnt gerne eure Meinung unten in den Kommentaren schreiben mit Mewtwo als nächster X-Rate-Boss. Wie findet ihr es, dass er wieder zurückkommt? Und wie findet ihr es, dass er jetzt Spukball wieder kann? Dann die letzte Sache, zu der ich meine Meinung noch abgeben will. Gigantina kommt zurück. Der mit den Beinen. Der schlechtere von beiden. In Shiny. Bin ich gehypt? Nicht wirklich. Ich werde natürlich welche machen. Ich brauche den noch Shiny. Shiny Lucky. Dementsprechend werden wir den auf jeden Fall jagen. Wir werden die Raid-Stunden natürlich nutzen. Extra Raid-Touren werde ich, glaube ich, nicht machen. Jeden Tag meinen freien Pass. Und dann mittwochs die Raid-Stunden. Keine Ahnung, wie viele für den kommen werden. 2 vielleicht wahrscheinlich. Werde ich auf jeden Fall nutzen. Und dann am Ende, falls ich immer noch kein Shiny habe, dann werde ich vielleicht nochmal auf eine letzte Shiny-Jagd-Tour gehen. Aber da reicht mir, glaube ich, einer. Ich habe nur einen 96er. Dementsprechend vielleicht auch noch ein Upgrade auf 98 oder 100. Wäre natürlich auch nicht so schlecht. Kann man auch immer machen. Also mittelmäßig finde ich den, bin jetzt nicht so gehypt, aber gibt auf jeden Fall schlechtere Sachen. Hatte mich aber, um ehrlich zu sein, auch auf was Neues mal wieder gefreut. In letzter Zeit kam eine Menge altes Zeug zurück. Wir hatten Rayquaza wieder zurück, ist zwar geil auf jeden Fall, aber es war halt was Altes. Cresselia hat mir auch wieder zurück, ist auch was Altes. Sogar Vespi hat mir jetzt zum zweiten Mal. Also immer ein paar Mewtwo, ist zwar geil, natürlich, Shiny Mewtwo, aber ist halt auch alt. Deoxys war ja auch wieder eine Wiederholung sozusagen, also eigentlich nur alte Sachen und ich hatte echt Bock wieder mal auf was Neues. Hoffentlich dann jetzt nach Giratina. Achso ja, Entei, Raikou, Suicune natürlich auch. Zwar nur Raid Days, aber waren ja sozusagen auch alte Sachen. Und dann für den Ultra Bonus kam die ja auch nochmal in der Woche wieder. Also schon eine Menge Wiederholung und ich hatte echt Bock auf einen neuen Raid Boss, den ich jagen kann. Aber jetzt jagen wir halt Shiny Giratina. Das war's von mir, Leute. Meine Meinung noch zu ein paar Themen, wie gesagt, weil wir in den letzten paar Tagen keine Zeit hatten, nur am Mewtwo jagen. Aber das hat sich ja jetzt erledigt. Eure Meinung zu den drei verschiedenen Themen unten in den Kommentaren. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.